Mikrologie des Seins. Unter dem Mikroskop meiner Worte hören die Dinge auf, Dinge zu sein. Formen verlieren ihre Konturen. Was fest schien, wird weich. Das Ruhige gerät in Bewegung. Das Ferne rückt nah, so nah, dass es fast nicht mehr zu sehen ist. Als Kinder verlassen wir uns auf den Augenschein. Später lernen wir, dass es mehr zu sehen gibt, als was das bloße Auge zeigt. Man muss nur das Sehorgan aufrüsten, dann geht es besser. Und doch nie gut genug. Da ist immer noch etwas übrig, das den mikroskopischen Blick entschlüpft. Ein Unsichtbares, das sich nach Sichtbarkeit sehnt. Ein Unerkanntes, das erkannt werden will. Wir jagen ihm nach mit schärferen Brillen. Wir suchen es in den Ritzen zwischen den Pixeln unserer hoch aufgelösten Aufnahmen des Wirklichen. Wir spekulieren, es müsse doch eines Tages kollidieren mit unseren hypersensiblen Sensoren. Je mehr wir sehen, desto mehr sehen wir nicht. Zutraulich und abweisend zugleich ist die Mikrologie des Seins.